herzlich willkommen beim Home Run Open Air 2011 hier in Gelnhausen. Dieses Jahr findet die Veranstaltung bereits zum 5. Mal statt. Wir werden für euch natürlich ein paar Impressionen und Eindrücke sammeln und hoffen, ihr habt viel Spaß dabei. Ich stehe jetzt hier mit dem Army und Sante, die haben gerade eben ihr Live-Set zum Besten gegeben. Ja. Und ihr habt euch ja was ganz Spezielles einfallen lassen. Für dich war es, glaube ich, die Premiere mit deinem Live-Set? Genau, das war mein erstes Live-Set und ich war auch sehr aufgeregt im Vorfeld. Okay. Wie lief es bei dir? Die ersten 10 Minuten waren schwierig und dann war es bombenmäßig. Cool. Ihr habt ja auch zusammen die offizielle Home-Run-Hymne quasi produziert. Genau, ja. Wie kann man sich das so vorstellen, wenn ihr im Studio seid, macht ihr das zusammen oder wird das dann per E-Mail versendet? Macht ihr das so? Das fängt erstmal so an, da ich ja in Berlin wohne, geht es mit einer Idee los. Die schicke ich ihm, er schickt mir was zurück, ich schicke sie ihm wieder zurück, er schickt mir zurück und dann, wenn es glücklicherweise zusammenkommt, dann setzen wir uns ins Studio zusammen und machen das final fertig. Ja. Dann sind wir gespannt, ob es nochmal eine Wiederholung gibt und vielen Dank für das Interview. Gerne. Und viel Spaß weiterhin. Hier mit dem Butch, der heute das Abschlussset beim Home Run Open Air spielen wird. Und du bist ja auch nicht zum ersten Mal dabei. Was ist für dich das Besondere an der Veranstaltung? Ich bin jetzt das dritte Mal dabei und das Besondere ist irgendwie die familiäre Atmosphäre, die hier herrscht. Dein Track Bigfoot ist ja im Moment bei Beatport in den Tech House Charts auf Platz 1. Aber du hast ja noch einige heiße Eisen im Feuer. Was kommt da noch auf uns zu diesen Sommer? Ich habe bis jetzt schon 2 neue Singles fertig. Das eine wäre dann auf dem Label Rickets und die andere ist dann auf Cecil. Und auf der neuen Cocoon Compilation bin ich auch vertreten. Also musiktechnisch kommt jetzt noch genug was raus. Und in Sachen Bookings, was steht da als nächstes bei dir an? Am Mittwoch fliege ich nach Japan, da habe ich eine kleine Japan-Tour. Da ich nur meine Bookings immer nur eine Woche vorausplane, weiß ich nicht, wo es hin danach geht, das weiß ich leider nicht. Wo spielst du in Japan? In Tokio und Osaka. Okay, cool. Oh ja, das war's schon. Vielen Dank für das kurze Interview und viel Spaß später. Keine weiteren Fragen. Nein? Schwach. Schwach. Schwach.